kein Happy End für Bachelorette Maxim und Raphael. Im Finale der Kuppelshow sieht alles noch ganz rosig aus. Vor traumhafter Kulisse überreicht die brünette Schönheit dem Österreicher die begehrte letzte Schnittblume. Mit dem Ziel, sich nach der Show weiter kennenzulernen. Doch der Plan geht offenbar nicht auf. Statt Maxim zu besuchen, lässt Raphael am vergangenen Wochenende mit seinen Bachelorette-Jungs die Korken knallen. Zum Geburtstag von Bachelorette-Kandidat Lars feiert die Meute eine ausgelassene Reunion in Stuttgart. Dabei sorgt besonders die Aussage von Kumpel Jonathan für reichlich Aufsehen. Das Male-Model betitelt ein gemeinsames Selfie mit Finalist Raphael und Konkurrent Julian mit den Worten: "Wir sind alle Singles. Ladies, greift an!" Wie bitte? Bandelt Raphael also aktuell gar nicht mehr mit Maxim an? Wenige Stunden nach dem Post meldet sich der Wiener mit einem klaren Statement via Instagram zu Wort. Seit der Frauke Ludowig-Show habe ich fast keinen Kontakt mehr zu Maxim gehabt, leider Gottes. Also sie hat sich da ziemlich zurückgezogen. Ich wollte einfach nur wissen, wie wir weitermachen, was Sache ist, ob es weitergeht, ob wir es probieren oder nicht. Ich kann mit allem umgehen, aber ich will einfach Klarheit. Nach einigen Tagen Funkstille bekommt der 23-Jährige dann endlich die lang ersehnte Antwort der Influencerin. Ich konnte sie erreichen, letzte Woche, Ende letzter Woche. Na, diese Woche sogar, vor ein paar Tagen. Und ja, da haben wir uns komplett ausgesprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns nicht weiterhin kennenlernen, weil ich aktuell keinen Platz in ihrem Leben habe. Eine Entscheidung, die Raphael offensichtlich nicht leicht fällt. Dennoch habe er nun endlich Klarheit in seinem Liebesleben. Einen Rosenkrieg entfacht der Fotograf allerdings nicht. Im Gegenteil. Er wünscht Maxim für ihren weiteren Lebensweg sogar alles Gute. Nach dem Dating aus mit der TV-Bekanntheit steht Raphael jetzt jedoch keinesfalls allein da. Der Lockenkopf kann auf starken Rückhalt seiner Bachelorette-Boys zählen. Neben der lustigen Truppe reiht sich allerdings noch ein weiteres bekanntes Gesicht in Team Raphael ein, das offenbar klar und deutlich auf dessen Seite steht. Maxims Ex-Freund David Friedrich. Der Eskimo-Callboy-Schlagzeuger kommentiert Raphaels Video im Netz sogar mit dem Zuspruch: "Kopf hoch, alles passiert aus einem Grund. Und hier hat es das Schicksal gut mit dir gemeint, glaub mir." Was genau der Drummer damit wohl meint, bleibt erstmal noch offen. Doch wer weiß, vielleicht steht Raphaels Traumfrau ja schon bald vor der Tür. Und auch Maxim wird sicherlich ihrem Mr. Right in Zukunft noch begegnen.